Willkommen zurück zu Eternal Darkness. Wir befinden uns im Jahre 1760. In derselben Villa wie in der Gegenwart im Jahre 2000. Und spielen Maximilian Rivers, einem Vorfahren, einen Ahnen von Alex und ihrem Großvater Edward. Und befinden uns in derselben Villa. Einige Bereiche wurden noch nicht gebaut. Aber dieser Geheimraum, wo Alex im Tome des Eternal Darkness liest, der existiert, jedoch nicht mit dem Eingang von hier hinten. Und dieser Bereich fehlt, der ist einfach noch nicht gebaut, sondern durch den Kamin. Wir haben schon viele Briefe unseres Vaters Aaron Rivers gelesen, der scheinbar Schlimmes erlebt hat. Und vor allen Dingen haben wir gesehen, dass sich im Hausflur ein Monster befindet. Und was es damit auf sich hat, werden wir dann natürlich auch sehen. What the... Bist du bekloppt? Du bist mein Diener. Alter. Okay. Wenn ich will, der hat schon Pumpenschwengel. Kriegst du mit dem Säbel. Es tut mir leid. Die Munition ist mir zu scharf für dich. Lass es. Lass es. Okay, ihr seht's da. Hey, ist so ein Biest dahinter. Und da wird wieder geklopft. Es ist unglaublich. Also diese Villa ist verflucht von oben bis unten. Wir nehmen die zwei Steinschlosspistolen. Ja, wir haben noch eine zweite gefunden. Können wir zweimal schießen, gleichzeitig. Oh Gott. Oh Gott. Da ist das Vieh. Okay. Ja, die Pistolen waren damals 1700 noch nicht so ganz ausgereift, muss ich gestehen. Mal kurz stopfen. Ah, und wohl auch nicht so stark wie heutzutage. Okay. Haben wir noch Munition? Können wir noch nachladen? Es dauert halt ziemlich lang für zwei Kugeln. Nein, jetzt auf die. Jetzt geht das Hausmädchen auf uns los. Aber ja, attackiert euch gegenseitig, genau. Die will ich eigentlich nicht erschießen. Und oh, oh, oh. Jetzt habe ich sie doch erschossen. Komm, wir nehmen den Säbel. Die Waffen sind mir echt so unausgereift. Im Zeitalter. Nein. Vielleicht hätten wir die lieber am Leben gelassen. Die hätte weniger Schaden gemacht. Okay. Max wird jetzt auch langsam. Aber mit diesem Säbelschlag sage ich tschüss, Mann. Der ging direkt in die Dämonenfamilienplanung. Und wir haben eine magische Rune. Das ist Erkennen. Frag mich nur, was wir damit erkennen. Prüfen. Diese Magie bringt das Unsichtbare ins Licht der Erkenntnis. Nutze sie weise. Einige Dinge sind mit Dunklen sicherer aufgehoben. Sterbliche sollten ihre Augen nicht auf sie wenden. Okay. Meinetwegen. Ich erledige dich erstmal. Fantastic. Soll es ihn erledigen? In dem medizinischen Journal wurde ein neuer Eintrag vermerkt. Er kann in der Journaloption des Tome eingesehen werden. Bitte was? Autopsie? Okay. Bescheid. Ist ja Wunderbärchen. Aber trotzdem lieber, wenn das Ding genau hier mit dem Fuß einmal drauf. Ich hoffe, ihr anderen seid noch bei Trost und so. Ja, die sind wieder am Putzen. So, und hier ist ja eigentlich die Tür. Wie ihr wisst. Da wird wieder gewimmert und alles. Hm. Also im letzten Brief von Aaron, also Vater. What? Beim Erkennen des Gamecube-Controllers ist ein Fehler aufgetreten. Bitte schließe einen Controller an. Ja, und die erledigen mich natürlich. Ja. Jetzt bin ich deswegen gestorben, ne? Is it really happening? Hätten wir auch die Mutter mit. Es war natürlich eine Halluzination, eine besonders lustige. Aber habt ihr gerade gesehen, wie die Mutter im Hintergrund geschrien hat? Das ist schon. Der Soundtrack, der kann einen ganz schön. Wenn ich euch. Wenn ihr das spielen würdet, abends im Dunkeln, im Fernsehen, da würdet ihr auch Gänsehaut bekommen. Jetzt so am PC, auf YouTube und mit mir als Stimme nicht so wirklich.
Aber das war echt mal eine geile Halluzination, oder? Ich habe schon gedacht, weil mir so viele auf den Weg kamen, das kann doch nicht sein. Controller geht nicht mehr. Scheiße, ich schließ an. Nur so vorstellen, dass die Leute dann panisch aufspringen, an Gamecube rennen und fuck, warum geht er nicht? Ja, und schon ist man gestorben. Puh. Ich habe mir eigentlich gedacht, was Erkennen hierfür ist. Ja, weil das geht ja auf keine Kuhhaut. So, hoffentlich wird da nicht mehr so viel geweint. Erkennen. Sprechen. Ja, was nehmen wir denn? Hat nichts gebracht. Nicht hier, dann ist es da für unten. Ach, natürlich. Moment, ich sehe da was. Noch ein Brief? Hm. Ja, Steckdose ist es nicht. Vielleicht ist es Geld. Es sieht aus wie so eine... Wie von DSDS, ne? Glückwunsch, du bist im Recall. Maxi, dein Umschlag, der hinter das Podest gefallen ist oder dort versteckt wurde. Die Ungeduld angesichts dieses Fundes kann das aber das Gefühl, dass nicht etwas stimmen könnte, nicht überdecken. Dieses Gefühl, dass etwas Böses auf seine Chance wartet. Soll Max den versiegelten Umschlag an sich nehmen? Okay. Und da ist so ein... Musste das sein? Ey, das schöne Bild, Mann. Junge, das war teuer. Stirb! Mann! Er hat mich auch voll erschrocken auch. Langsam wird's echt scary hier. Jetzt können wir raus. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist ein ganz anderes Bild wie in der Gegenwart. Was Sinn macht, weil es geht ja hier kaputt. Sieht. Was habe ich nochmal genommen? Versiegelter Umschlag prüfen. Ein Umschlag, der mit einem geschmolzenen Wachsklumpen versiegelt ist. Eine sonderbare Rune ist in dem Wachs erkennbar. In dem Umschlag scheint etwas Schweres sich zu befinden. Das war auch früher, hat man so mit Wachs und so, oder heute selten, aber damals halt, so hat man es verschlossen. Nicht irgendwie die Briefe ablecken, sondern hier mit der Kerze so ein bisschen Wachs drüber und dann ist es zu halt, ne? Im Umschlag befindet sich ein Brief, der an den Berater von Maximilians Vater gerichtet ist. Okay. Und ein Kellerschlüssel. Überragend. Dann lesen wir mal Brief Nummer 4. Der Brief, in zittriger Schrift geschrieben, lautet: Geschätzter Freund, wie ich es erwartet habe, kommen die Kreaturen unserem Geheimnis immer näher. Es scheint, als wollten sie das Buch zu ihren eigenen Zwecken benutzen und uns den Besitz streitig machen. Ich habe Vorkehrungen getroffen, damit der Schlüssel unberührt von ihresgleichen bleiben wird, wenn du in ihre Klauen fallen solltest. Der Umschlag, in dem sich der Kellerschlüssel befindet, ist jetzt mit einer zerstörerischen Magie versiegelt. Sollte jemand, der nicht auf unserer Seite steht, versuchen, diesen Umschlag zu öffnen, so wird die Magie freigesetzt. Schmerz, Leid und ein heftiger Angriff auf den Verstand sind die Folge. Falls noch etwas Verstand vorhanden ist, erledige die Aufgabe schnell. Aaron Rivers, nicht Alex. Boah, alles so grün gerade. Das liegt aber jetzt nicht an mir, oder? Nee. Irgendwie nicht. Sehr scary. Es wird immer konfuser hier. Ich spiele mit den Farben. Ziemlich schwarz-weiß gerade. Und Nebel? Ach du Schande. Was machen wir denn mit dem Kollegen? Ich werde versuchen, nochmal ein bisschen nachzuladen. Aber mehr als genug Munition noch. Laden! Stupf mal deine Pistolen. Alter! Uah! Okay, wer hat die bessere Waffe, ne? So. Oh, beeil dich, ey. Tschüss, Mann. Das haut rein und jetzt zum Säbel. Ist gerade voll übel hier. Ah, verdammt, ich war nicht nah genug dran und er gibt mir Ohrfeigen hier, Bitch Slaps. Und tschüss, Mann. Der hat eine Rune in sich. Er hat sogar eine Hauptrune. Das ist die rote Hauptrune. Warte. Geil. Das war nur eine Halluzination. Das Spiel verwirrt mich. Hier. Wir haben's. Chaturga! Wisst ihr, was wir damit machen können?
Erholung zuordnen. Rot, Energie, das lege ich nämlich auf Y. Jetzt können wir uns mit Y heilen, auf Knopfdruck. Ich probiere es gerade mal. Super. Man darf sich übrigens nicht bewegen beim Zauber, sonst passiert Folgendes. Ja, aber die Magie, wie ihr seht, geht trotzdem runter. Das ist natürlich schade, Schokolade. Also man darf... Man muss, wenn man zaubert, auch stillstehen, selbst wenn ein Zombie auf einen zugerannt kommt, entweder oder. Okay. Jetzt steht alles Kopf. Wie kann das sein? Was werden wir tun? Das habe ich mit dem Foyer hier auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. This can't be happening. Der dreht schon durch hier! Ja, wirklich, kann ich eigentlich endlich mal durch diese Tür gehen, um ehrlich zu sein? So. Dann müssen wir hier hin, ist so ganz klar. Okay. Aber wir dürfen nicht den Grünen benutzen, sondern ihr seht ja... Ach, das ist noch Munition? Gut. Dass der Rote den Grünen besiegt. Also, Klumanda besiegt Bisasam. Also, ich habe es mir wirklich anhand der Pokémon gemerkt. Rot besiegt Grün, Grün besiegt Blau und Blau besiegt Rot. Also müssen wir hier den roten Erkennen-Zauber machen. Pass auf. Spruch erkennen. Rot. Du bist besiegt, bezwungen. Das Siegel vernichtet oder wie auch immer. Ich hab einen Schlüssel gehabt, ne? Das wird er sein. Oh, Gott sei Dank. Ich hab eben gedacht, verdammt, ich hänge. Aber noch weiß ich alles in diesem Spiel bislang. Hey, du bist doch ein ganz schön großer. Und da die Gliedmaßen ab. Da würde ich... Oh, ist doch nur ein kleiner Kratzer. Ach, ich gehe trotzdem auch arbeiten. Kein Problem, natürlich. Aber das Vieh ist ganz schlimm. Zum Glück relativ schnell erledigt, das Ganze. Ach nö, ich lasse den Verstand mal ab. Verstand sein. Und hier haben wir... Papierrolle. Spruch Isolierung. Okay, da brauchen wir noch Zeug. Und ein neuer Kodex. Ist ja wie am laufenden Band hier gerade. Funktioniert. Munition. So. Hier ist was. Vor dem Brunnen steht eine rostige Pumpe. Der Pumpenschwengel fehlt. Ja. Ja, werde ich dir mal meinen Schwengel zeigen. Steck den Schwengel mal da hier rein. So. Und es geht weiter hinab. Wir sind ja schon im Keller und jetzt das auch noch. Okay. Die Tür ist zu. Wir sind gefangen. Schon wieder eine Halluzination. Der hat's aber wirklich, der hat's nicht einfach. Ah, der hat eine Rune. Okay. Magische Rune gefunden. Okay, Isolierung, Schutz, Areal. Ja, da kann man... Also quasi, wenn man einen Spruch ruft, dann seht ihr auf dem Boden diese drei Zeichen. Und da kann man quasi einen Raum schaffen, wo man geschützt ist. Aber das ist nur so groß... wie wo man die Zeichen quasi macht. Mal, ob hier sich noch was tummelt. Ansonsten gehen wir runter. Okay, da brauchen wir die Rune, aber die haben wir ja. Gucken wir uns mal hier um. Das ist die Stadt. Die Stadt unter unserem Anwesen. Die Aussicht versetzt Max in atemloses Staunen. Vor ihm liegen die Ruinen einer fantastischen Stadt.
eingebettet in einer riesigen, natürlichen Höhle. Sag mal, fantastisch mit PH? Wird es nicht schon seit langer Zeit mit F geschrieben, fantastisch? Das war die alte Rechtschreibung. Ich war der Meinung, damals, 2002 muss es schon, ist ja egal. Türme und bedrohliche Gebäude starren ihm aus dem Nebel entgegen. Licht durchflutet die Stadt und gibt eine Energie knisterndes Geleit, die sich hoch oben, getragen von unsichtbaren Kräften, aus einer Quelle ergießt. Die Formulierungen sind echt geil. Trifft's auf den Punkt. So, dann lass mich mal hier durch. Die Rune habe ich. Die Rune erinnert mich irgendwie ein bisschen an Teletubbies, ne? Wisst ihr hier, die da. Hat er doch eine auch auf dem Schädel. Eine Bankorok-Rune hatte ein Teletubby auf dem Schädel. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hinter allem versteckt sich ein höherer Sinn. Gut, dann gehen wir selbst mal in diese Stadt. Da guckt er ein bisschen kritisch, ne? Das Monster kann zaubern, wie blöd. Das macht davon Gebrauch. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Am Hintern zusammengewachsen? Komm, heil uns mal. Weil wir es können. Soll ich versuchen, ein bisschen auf ihn zu schießen? Mit unserer billigen Kanone? Lad mal. Der macht ja nicht wirklich was, der zaubert nur. Aber der hat 5 oder noch mehr Zirkel. Und ist im Gegensatz zu uns ein Profi, was das Zaubern angeht, wie es scheint. Mit viel mehr Runen. Was will denn der blöde Zombie jetzt? Na gut. Zombie wird abgeschnetzelt. Tschüss, Mann. Ja, warte mal, Moment, ich rüste mich aus, dann kannst du weiter zaubern. Ja, so machen wir das. Schön die Munition verwenden. Weil er greift uns ja nicht direkt an irgendwie. Komisches Wesen. Siamesische Zwillinge am Hintern zusammengewachsen. Er ist auf jeden Fall down. Instead, they jeered and threw me into this forsaken place. A place of empty souls and fevered thoughts, reeking of fetor and decay, thinking me mad with delirium. The fools cast away their hopes of salvation, but locking me in this damned asylum. May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all!
Oh, Leute. Das war ein Ende, oder? Er hat versucht, die Menschen zu warnen, sich Hilfe zu holen, und landete in der Irrenanstalt. Die haben ihn eingesperrt, weil sie mich geglaubt haben. Und da ist er dann richtig bekloppt geworden. Da hat man ihn dann gesehen ohne Perücke. Und, falls euch das bekannt vorkam, die Szene eben, wo er in der Irrenanstalt hackt. Das, was er gesagt hat. Mögen Ratte eure Augen fressen und The Darkness comes! Das gab's schon im ersten Part. Falls ihr euch erinnert, bevor das Ganze angefangen hat, hat Alex einen Traum gehabt. Dann wurde sie erst angerufen von dem Inspektor, dass ihr Großvater gestorben ist. In einem Traum hat sie ja gegen Zombies kämpfen müssen. Und als die Munition alle war und sie gemerkt hat, die Tür ist verschlossen, hat sie eine Stimme gehört, die genau das gesagt hat. Sie hat nämlich geträumt von genau der Situation, die wir gerade erlebt haben. Sie war in einer anderen Zelle. Krass, oder? Das wirft wohl einige Fragen auf. Ich wollte jetzt schon den Part beenden, aber ich suche immer gerne das nächste Kapitel schon. Stellt sich halt die Frage, was wir jetzt Neues erreichen können. Was haben wir denn gelernt? Ich versuche mal, an den Ort zu gehen. Da klopft wieder einer. Oder in den Keller. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich will mich jetzt mal hier umschauen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Das ist doch, was ich meinte. Das ist ein komplett anderes. Was? Komplett anderes Bild. Alter. Mich erschreckt. So, und hier ist ja die Tür. Ne? Die ist hier merkwürdigerweise zu tapeziert. Das wird natürlich noch ein Kapitel geben mit Alex' Großvater, Edward. Hier ist es viel zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Vielleicht ist eine Sicherung rausgesprungen. Okay. Hier ist das Büro. Also hier hat es ja angefangen. Maximilian Kapitel in der Vergangenheit, 1760. Lass mich überlegen, lass mich... Oh Gott, das mich erschreckt, ey. Bursche, ey. Irgendwie schon, jetzt bin ich total schreckhaft geworden. Ich weiß. Hier geht's weiter. Einer der Kommoden im Ankleidezimmer hat seltsamerweise kein Schloss. Stattdessen ist ein dreieckiges Muster erkennbar, neben dem sich magische Symbole befinden. Genau. Pass auf. Da brauchen wir den Zauberer, und zwar... Erholung? Isolation haben wir jetzt auch, ne? Erkennen. Der Rote. Und es bricht mal wieder das Siegel. Und zwar diesmal in dieser Kommode. Warum auch immer das irgendwie relevant ist. Der Spruch erkennen brachte das Schloss zum Vorschein. Trotzdem ist die Kommode nach wie vor abgeschlossen. Gut, dass wir den Schlüssel eingesackt haben, könnten wir eigentlich schon ganz zu Beginn bekommen haben. So. Mit dem Kommodenschlüssel hat Alex die Kommode aufgeschlossen. Soll Alex die Kommode öffnen? Ja, sicher das. Okay, das sieht gut aus. In der Kommode liegt ein verchromter Revolver und eine zerfledderte Seite aus dem Tome of Eternal Darkness. Ja, nehmen wir doch beides mal. Ich kriege einen Revolver, aber der ist mir lieber als das Ding eben. Im 18. Jahrhundert. Und die Seite. Ein Schritt in die Finsternis. Your guardians have located the heart of Mantarok. Yes, located within its grave. As we suspected. It shall be retrieved at once. Be wary. The power of Mantarok lingers still, corroding the universe around its tomb. It will doubtlessly be guarded after these 7 centuries. The beast has not been contained. I can assure you that my binding of Mantarok, fueled by your very own power, will be enough.
It is not your sorcery that we doubt, Augustus, but the power of the dead god. How can you, a mere mortal, comprehend what that entity represents, or what power it can wield? We know not. And we know more than thou. Your future depends on me, Majesty. Without me to open the gates? Yes, yes. Be quick, lest our power and our faith in you wanes to oblivion. It will never happen. I have seen differently. Oh ho ho, und damit können wir das Kapitel beginnen, theoretisch. Ich speichere mal eine Runde. Und das war wirklich mal ein bisschen längerer Part von Eternal Darkness. Also viel passiert, es war ziemlich cool. Viele Halluzinationen bei Maximilian und die Story hat sich auch geil entwickelt. Und eigentlich zusammen mit Anthony bislang mein favorisiertes Kapitel bislang. Wie das sechste Kapitel sich schlagen wird, sehen wir im nächsten Part. Und ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch für die Leute, die noch dran geblieben sind und Eternal Darkness gucken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Ansehen. Bis dann. Ciao.